Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung kommt von Kollegin Cárdenas, Fraktion DIE LINKE. Ich kann da kaum mehr drüber gucken. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, werte Anwesende auf den Rängen! Was hier soeben vom Kultusminister vorgetragen wurde über die Kunst des Regierens im Bildungsbereich, das klingt wie ein modernes Märchen an vielen Stellen. Noch im letzten Schuljahr haben Sie aufgrund des Bildungsgipfeldebakels, Herr Lorz, lieber ganz auf eine Regierungserklärung zum Schuljahresanfang verzichtet. Und dieses Jahr stellen Sie sich so hin und tun so, als würden wir im Bildungsparadies leben. Eine Regierungserklärung mit dem Titel „Den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken, Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit als Leitfaden unserer Bildungspolitik“ bringt man mit der derzeitigen Bildungssituation in Hessen ungefähr so gut in Zusammenhang wie den Frankfurter Flughafen mit seliger Nachtruhe. Einmal mehr keimt in mir der äußerst beunruhigende Verdacht auf, als wüssten Sie in weiten Teilen nicht, worüber Sie hier sprechen und was hier in Hessen wirklich vor sich geht. Herr Kultusminister, für viele Eltern und deren Kinder war es nämlich keineswegs ein reibungsloser Schulbeginn. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so viele Hilferufe und Beschwerden, die mich in den letzten 3 Monaten erreicht haben, von verzweifelten Müttern und Vätern, habe ich wirklich noch nie erhalten. Ja, ich weiß, Sie werden sagen, das sind alles Individualfälle. Aber Sie zeigen doch, dass beispielsweise von Wahlfreiheit, was Sie ja in Ihrer Überschrift so benannt haben, für viele Eltern überhaupt keine Rede sein kann. Oder wie verträgt sich diese sogenannte Wahlfreiheit mit der unglaublichen Handhabe einiger weiterführenden Schulen, schon im Vorfeld zum eigentlichen Antragsverfahren für 120 zu vergebene Plätze in Klassenstufe 5 fast 400 Bewerbungsgespräche mit potenziellen Schülerinnen und Schülern zu führen, von ihnen Fotos und Tests zu verlangen, und dies lange, bevor die schriftlichen Antragsformulare für die Schulwahl der weiterführenden Schulen überhaupt gedruckt sind, um dann 2/3 der 10-jährigen Anwärter und Anwärterinnen eine Absage zukommen zu lassen. Und auch wenn dies hoffentlich nicht die übliche Praxis der weiterführenden Schulen ist, so ist die Kapazitätsfrage nicht nur in Frankfurt ein Thema. Das wissen Sie auch. In Frankfurt sind die Gymnasien überlaufen. Aber z.B. in Wiesbaden gibt es an den begehrten IGS nicht ausreichend Plätze. Von Wahlfreiheit kann da keineswegs die Rede sein, ebenso wenig wie von Chancengleichheit, meine Damen und Herren. Wahlfreiheit, dies war und bleibt der Slogan Ihres Regierungspartners, den GRÜNEN. Nun machen auch Sie ihn sich zu eigen. Ich frage mich, zwischen was Eltern und Schülerinnen und Schüler denn wählen können. Was genau ist denn mit Alternativen überhaupt versehen? Eltern von Grundschulkindern, die sich einen Platz in einer Ganztagsschule wünschen, um Familie und Beruf vereinbaren zu können, haben in Hessen in den allermeisten Fällen genau eine Wahl, nämlich umzuziehen. Nach wie vor gibt es genau 6, na gut, inzwischen bis zu 10 Ganztagsschulen, echte Ganztagsschulen im Grundschulbereich. Eine tolle Wahlfreiheit ist das. Nächster Punkt, G8. Noch immer werden Kinder und Jugendliche durch G8 gepeitscht, weil sie entweder unter dem Bestandsschutz leiden oder nach wie vor kein Gymnasium in ihrer Wohnnähe finden, das G9 anbietet. Okay, das gibt es vielleicht auch, aber ich kenne genauso gut, ich kenne sehr viele Fälle, Herr Schwarz, bei denen das anders ist. Okay, wir wissen alle, da wird mit der Zeit die Ruhe einkehren. In G8 ist nach nur 2 Jahren Rückkehrmöglichkeit so gut wie ganz aus der hessischen Bildungslandschaft verschwunden. Aber Wahlfreiheit meines Erachtens sieht anders aus, meine Damen und Herren. Und auf einen Mangel an dieser gibt es auch noch andere, an dieser als an der Wahlfreiheit gibt es auch noch andere Hinweise. Betrachten wir doch einmal das willkürliche Vorgehen der staatlichen Schulämter, die Gestattungsanträge betreffend. Es gibt Schulen, die lehnen es kategorisch ab, Gestattungsanträgen zuzustimmen, auch staatliche Schulämter. Und es gibt Schulämter, die lassen solch ein Vorgehen durchgehen. Was sagen Sie dazu? So, nicht nur Eltern, Herr Kultusminister, haben sich in ihrer Not bei uns gemeldet, auch bei Ihnen sicherlich. In Gesprächen mit Lehrkräften habe ich eine große Verunsicherung vernommen. Eine junge Grundschullehrerin erzählte mir, sie sei nicht darauf vorbereitet, wie aggressiv schon die ganz jungen Schülerinnen im Umgang miteinander und auch gegenüber der Lehrkraft seien.
Nichts im Studium haben sie darauf vorbereitet. Und diese hatte auf Grundschullehramt studiert. Was sollen denn da die vielen Lehrkräfte machen, die trotz Studium für Haupt- und Realschulen an Grundschulen eingesetzt werden, da es dort einfach an Personal mangelt? Wieder andere beklagen, dass die Belastungsgrenzen längst überschritten seien. Durch immer weitere Zusatzaufgaben, mit denen Lehrerinnen und Lehrer alleingelassen werden, sei der Arbeitsalltag kaum noch handelbar. Nur ein guter Wille reicht halt eben nicht, um Kinder zu inkludieren und Kindern ohne Deutschkenntnisse die Teilnahme im Unterricht zu ermöglichen, um auf alle Kinder in der Klasse individuell einzugehen, geschweige denn, um mit den Eltern ausreichend Kontakt zu halten. Ja, das sind natürlich teils Individualfälle, teils aber auch Klagen, die über Jahre hinweg von ganz unterschiedlichen Schulen heraus an uns und auch an Sie herangetragen wurden, Herr Kultusminister Lorz. Diese Lehrerinnen und Lehrer, Ihre Lehrerinnen und Lehrer, fühlen sich alleine gelassen und durch die ständigen Lobeshymnen des Kultusministeriums auch ein bisschen veräppelt, wenn ich das so sagen darf. Es fehlt ihnen nämlich an verantwortlichen Ansprechpartnern, es fehlt ihnen an Würdigung ihrer Arbeit und letztendlich auch an Geld. Denn nach wie vor werden die Beamtinnen und Beamten in Hessen mit der aktuellen Besoldungsregelung abgestraft und ebenfalls nach wie vor verdienen Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer wesentlich weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen an den weiterführenden Schulen. Auch das muss sich ändern. Herr Lorz, Sie klopfen sich vor allem wegen zwei Punkten permanent auf die Schulter. Erstens, Verbleib der Lehrerstellen im System trotz der demografischen Rendite. Zweitens, der Pakt für den Nachmittag. Zu Punkt 1. In Ihrer Presseerklärung vom 25. August zum Schulstart 2016 in Hessen haben Sie so wunderbar vermerkt, dass wir eine gestiegene Gesamtschülerzahl in Hessen haben. Ich will jetzt nicht darauf rumreiten, dass es schon seit Aufkommen Ihrer Floskel zur demografischen Rendite Kritik an genau dieser gab und ebenso Zweifel, ob das denn alles eine Richtigkeit habe. Worauf ich aber herumreiten muss, Herr Kultusminister, ist Ihre Aussage, die Praxis der befristeten Verträge, die über die Sommerferien hinweg nicht verlängert bzw. erneuert werden, gäbe es nicht mehr in Hessen. Denn wenn Sie uns einerseits stolz eine Gesamtlehrerstellenzahl von 59.000 Lehrerstellen zum Schuljahresbeginn nennen und es ebenso präzise sagen können, dass im Januar 2017 weitere 1.100 Stellen geschaffen werden, dann verstehe ich nicht, wie keine, ich betone keine, Auskunft darüber getroffen werden kann, wie viele Lehrerinnen und Lehrer denn aufgrund ihrer befristeten Verträge während der Sommerferien keine Anstellung haben, beziehungsweise wie viele wann im Laufe des Sommers einen weiteren befristeten Vertrag angeboten bekommen haben. Herr Minister, wir haben dazu eine Kleine Anfrage mit der Drucksachennummer 3652 aus 19 gestellt. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass Sie wissen müssen, dass diese Daten durch SAP erfasst werden. Sie sind der Schirmherr der Lehrerinnen und Lehrer in Hessen, und es kann nicht sein, dass Ihnen und Ihrem Staatssekretär Herrn Lösel, der sich um die Beantwortung gekümmert hat, dieses Wissen fehlt. Dennoch bleiben Sie die Antwort schuldig. Sie wussten unter anderem nicht, wie viele befristete Verträge Ihrer Lehrerinnen und Lehrer im Juli 2016 ausliefen. Sie wussten nicht, wie viele befristet eingestellte Lehrkräfte zu Schuljahresbeginn eingestellt werden. Sie haben keinerlei Kenntnisse über die gerichtlichen Verfahren gegen das Kultusministerium aufgrund der befristeten Einstellungspraxis. Herr Kultusminister, ich sage es ganz offen, das ist für uns ein Skandal. Ich hätte Ihnen bereitwillig zugestanden, eine Fristverlängerung für die Beantwortung der Fragen zu beantragen. Kein Problem. Aber stattdessen schickt Herr Lösel in der Rekordzeit von 3 Wochen die Nichtbeantwortung dieser sehr wichtigen Fragen an uns zurück. Ich will jetzt gar nicht auf die Auskunftspflicht gegenüber Abgeordneten eingehen, obwohl diese hier mit Füßen getreten worden ist. Vielmehr möchte ich eine zweite kleine Anfrage aus der Sommerzeit heraus thematisieren, bei der mir dann ja nun wirklich die Spucke wegblieb. Die kleine Anfrage, die auch Anlass unserer heutigen Pressekonferenz am Morgen war. Die kleine Anfrage betreffend Kosten für den Pakt für den Nachmittag mit der Drucksache Nummer 3474 aus 19. Die hat nämlich ein ähnliches Schicksal erlitten. Sie ist komplett von Frage 1 bis Frage 7 nicht beantwortet worden. Diese Nichtbeantwortung hat immerhin 2 Monate gedauert. Sie haben stattdessen die kommunalen Spitzenverbände, also nicht die jeweiligen Schulen oder Schulträger, gebeten, die entsprechenden Daten bei ihren Mitgliedern zur Beantwortung der oben genannten Fragen zu erheben. Und es kommt noch besser. Sie schreiben weiter, das muss ich zitieren,
Dazu haben der Hessische Städtetag und der Hessische Landkreistag deutlich gemacht, dass der vorgelegte Fragenkatalog zu den Kosten für den Pakt für den Nachmittag auf Nachfrage bei kreisfreien Städten und bei Landkreisen nur mit einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand und einem erheblich längeren Bearbeitungszeitraum für die Schulträger zu ermitteln wäre. Folglich kann das Kultusministerium die von der Fragestellerin angeforderten Daten im Rahmen dieser Anfrage nicht liefern. Zitat Ende. Ich kann mich nur wiederholen, da bleibt einem doch wirklich der Spucke weg. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich am skandalträchtigsten finde. Ist es die Tatsache, dass nicht einmal die jeweiligen Schulträger beauftragt wurden, die Daten preiszugeben? Erheben müssen diese sicherlich gar nicht erst, sondern darf tatsächlich der Städte- und Landkreistag für das Kultusministerium entscheiden, dass es ein zu großer Aufwand wäre. Oder ist es die Tatsache, dass das Kultusministerium sich seit Jahren mit dem Pakt für den Nachmittag in den Himmel lobt und, wie es hier schwarz auf weiß dokumentiert ist, überhaupt keine Ahnung hat, wie dieser funktioniert? Und anscheinend auch kein Interesse hat, das herauszufinden. Das muss ich noch dazu sagen. Herr Minister, ist das eigentlich Ihr Ernst? Können Sie das wirklich verantwortlich so machen? Die 7 Fragen waren ganz kurz: Welche und wie viele Schulen verlangen zusätzlich eigene Beiträge von Eltern? Wie hoch sind diese Schulbeiträge? Wie hoch sind die Beiträge für Mittagessen? Wo wird erstmalig ein Mittagessensangebot eingeführt? Wie hoch sind die Beiträge, die Eltern ab 14.30 Uhr an die betreuenden Einrichtungen geben müssen? An welchen Schulen sind es die gleichen Einrichtungen wie vorher? Und die letzte: An welchen Schulen sind die Gesamtkosten für die Teilnahme am Pakt nun höher als die Beiträge, die vor der Teilnahme entrichtet wurden? Alles dies wissen Sie nicht, und alles dies ist Ihnen ein zu hoher Aufwand, dass Sie es wirklich in Erfahrung bringen würden. Herr Minister, das ist unseres Erachtens ein bodenloser Skandal. Es ist Ihnen egal. Es ist Ihnen anscheinend egal, wie der Pakt funktioniert, wo funktioniert und wie viel er die Eltern kostet. So viel übrigens zum Thema Chancengleichheit. Aber Sie loben sich für die tolle Umsetzung in den Himmel. Und als beratendes Gremium nehmen Sie nicht die Schulen und Schulträger zur Hilfe, sondern Städte- und Landkreistag. Und das ist ein starkes Stück. So, und jetzt noch kurz zu den von Ihnen in der Regierungserklärung angesprochenen Themen, auf die ich noch nicht eingegangen bin. Zum Thema geflüchtete Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Sie loben sich hier für Ihr Gesamtsprachförderkonzept. Dass ein solches nötig ist, das sehen Sie uns natürlich an Ihrer Seite. Aber ob Sie bereits darüber verfügen und ob es bereits in der Realität funktioniert, da gehen die Ansichten doch anscheinend weit auseinander. Zum einen sehe ich doch einen kleinen Unterschied in der Einschätzung der Wichtigkeit, die das Beherrschen der deutschen Sprache hat. Bei Ihnen ist es der Schlüssel für Schulerfolg und gelingende Integration. Auf der Homepage zum Sprachförderkonzept ist es noch ein bisschen was anderes. Da heißt es, Zitat, beeinflusst es entscheidend den Erfolg in Schule und Beruf. Was ist denn eigentlich damit, dass seit Jahrzehnten um bilingualen Unterricht, der zumindest an vielen Gymnasien schon längst gang und gäbe ist, und der eigentlich auch eine schöne Zugangsmöglichkeit für viele geflüchtete Jugendliche wäre, außerhalb von Integrationsklassen, haben Sie das mal bedacht, dass sowas auch gut in so ein Gesamtsprachförderkonzept hineingehören würde? Ihr Gesamtsprachförderkonzept umfasst auch Alphabetisierungskurse. Hierzu weiß ich, dass immer noch nicht ausreichend unterschieden wird nach SchülerInnen, die bisher trotz eines gewissen Alters gar nicht zur Schule gingen, und nach SchülerInnen, die in einer anderen Schriftsprache als der lateinischen alphabetisiert wurden. Hierfür sind ja sehr unterschiedliche Förderkonzepte notwendig. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Und zumindest ist der Zugang zu einem so spezifizierten Förderangebot nicht gesichert, weil, und da kommen wir auch wieder zum Punkt, weshalb der Begriff Förderkonzept eigentlich seinen Namen nicht verdient, weil die Chance nämlich vertan wird, die vorhandenen Kompetenzen und Schwächen der Betroffenen frühzeitig, also schon in den Erstaufnahmeeinrichtungen, zu erheben. So läuft vieles ins Leere. Zu dem Thema würde ich viele Punkte ergänzen wollen, die aber im Dringlichen Antrag der SPD, den ich sehr, sehr gut finde, niedergelegt sind, weshalb wir diesen auch klar unterstützen werden. Also Nummer 3775. Zum Thema Inklusion. Ich zitiere: Dabei stellen wir das Kindeswohl in den Mittelpunkt aller Anstrengungen und werden deshalb auch weiterhin für ein bedarfsgerechtes Förderschulangebot sorgen. Aufgemerkt,
Sie sprechen nicht von einem bedarfsgerechten sonderpädagogischen Förderangebot, sondern vom Förderschulangebot. Damit werden wir also auch weiterhin kein inklusives Schulsystem bekommen, wie es uns die Behindertenrechtskonvention aufgegeben hat. Und Sie wissen ebenso ganz genau, und Sie wissen, das machen die. Nee, das ist überhaupt kein, das ist überhaupt keine Frage. Aber das würden die Lehrer an Förderschulen genauso gut auch in Regelschulen eine gute Arbeit machen. Und Sie wissen ebenfalls ganz genau, Herr Minister, dass der Begriff des Kindeswohls hier dazu dient, Nebelkerzen zu streuen. Die Behindertenrechtskonvention stellt klar fest, dass jedes Kind einen eigenen Anspruch auf gemeinsame Beschulung hat und dass dies nicht so einfach durch das Kindeswohl, über das vor allem die Eltern entscheiden, ausgehebelt werden kann. Ein weiterer Punkt, für den Sie sich feiern lassen, sind die sogenannten inklusiven Schulbündnisse. Auch für uns ist klar, dass Schulen regional zusammenarbeiten müssen, um die wichtige Aufgabe der Inklusion zu stemmen. Aber dies darf nicht dazu führen, dass über die Hintertür das Konzept der Schwerpunktschulen, in denen also verschiedene Förderbedürfnisse jeweils einer Schule zusortiert werden, eingeführt wird. Ich habe schon mehrfach ausgeführt, dass stattdessen die Vorschulzeit dafür genutzt werden muss, um ausreichend Informationen über Förderbedarfe und Möglichkeiten der betroffenen Kinder zu sammeln, sodass rechtzeitig geplant werden kann, was das Kind brauchen wird, um in den nächsten Jahren in der Schule, in der Nachbarschaft, in der auch seine Spielgefährten zur Schule gehen, gut gefördert zu werden, was natürlich auch bauliche Anpassungen verlangen kann. Und wir wissen ja, dass Aufzüge, gedämmte Klassenräume, Gruppenräume und Ruhezonen, die kommen eben nicht nur den gehandicapten Kindern zugute. Sozialindex haben wir immer unterstützt, da es sich hier um eine systemische Unterstützung handelt, die allen zugutekommt. Allerdings sind hierfür 480 Stellen nicht ausreichend. Es kommt wieder der Herr Wagner mit seinem, es kann immer mehr fördern, aber sie sind einfach nicht ausreichend, Herr Wagner, objektiv nicht ausreichend. So, ein Punkt ist mir noch besonders wichtig. Bei allen Versprechungen über mehr LehrerInnen von Ihrer Seite möchte ich vor allem wissen, wie viele von diesen tatsächlich als konkrete LehrerInnen an den Schulen arbeiten werden. Eine Erhöhung der Ausbildungskapazitäten an den Unis haben Sie ja erst kürzlich abgelehnt. Ich würde mich freuen, wenn Sie hierzu einmal auch eine realistische Einschätzung abgeben könnten. Wie viele werden tatsächlich den Schuldienst aufnehmen? Aber vermutlich, und damit komme ich zum letzten Punkt, können wir das von einem Minister, der weder weiß, wie viele Lehrkräfte befristet eingestellt wurden, noch wie teuer der Pakt für den Nachmittag ist und wer seine Kooperationspartner sind, der seine verbeamteten Lehrkräfte erst kürzlich mit einer Disziplinarverfahrenswelle überzogen hat und sich stoisch weigert, die Grundschulbesoldung anzupassen, nicht erwarten. Und ich kann nur sagen zum Abschluss, Herr Minister, so stärkt man den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wahrlich nicht. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Regierungserklärung kam so daher wie die Landesregierung insgesamt, uninspiriert und ambitionslos. Kollege Schwarz, das war ja vorhersehbar. Ich gebe ja zu, es war zu erwarten, dass heute eine Regierungserklärung zu diesem Thema kommt. Und wenn man dann sich Gedanken macht, so wenn man Zeit hat in den Ferien, was wird er denn wohl erzählen? Dann konnte man sich das an den fünf Fingern abzählen, welches Selbstlob dort kommt, um davon abzulenken, was alles nicht funktioniert im Lande Hessen. Und das ist nun recht deutlich. Auch in der Bildungspolitik lässt sich seit Beginn dieser schwarz-grünen Regierung feststellen, dass der große Wurf noch immer fehlt. Sie von der Koalition drehen dort an ein paar Stellschrauben, reagieren mehr oder weniger glücklich, wenn es um die Bewältigung aktueller Probleme geht, und ziehen ihre Lieblingsprojekte durch, gerade und gerne auch natürlich auf dem Rücken anderer. Von gelebter Wahlfreiheit ist nicht viel zu erkennen. Vielmehr gewinnt man den Eindruck, dass die Schulformen, wie z.B. die Gymnasien, durch die Kürzung der Stellen benachteiligen. Und auch bei der selbstständigen Schule und in der Lehrerbildung herrscht Stillstand,
Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Qualitätsoffensive sieht wahrlich anders aus. Wir warten jetzt schon seit geraumer Zeit auf den groß angekündigten Gesetzentwurf zum Schulgesetz. Die gesamte Bildungslandschaft tut dies vergeblich. Nun meldet der Flurfunk, vielleicht käme im Oktober was, vielleicht wird es auch noch später. Auf der Grundlage einer solchen vorgelegten Gesetzesnovelle könnten wir diskutieren, wie ernst es Ihnen tatsächlich mit Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit als vorgeblichen Leitideen Ihrer Bildungspolitik ist. Denn nach diesem Bildungsgipfel, der, wie soll man das sagen, erfolgreich veräppt ist, haben wir jetzt nicht etwa den groß angekündigten Schulfrieden, stattdessen herrscht Friedhofsruhe im Lande Hessen. Der Bildungsgipfel, das können Sie sich in der Tat ans Portemonnaie heften, war eine der erfolgreichsten Beschäftigungsmaßnahmen der Bildungspolitik in den letzten Jahren, wo schlichtweg Arbeitskraft versenkt wurde. Von einer neuen positiven Gesprächskultur, die vollmundig zuvor angekündigt worden war, ist leider nichts zu merken. Vielmehr werden die GRÜNEN nun die Steigbügelhalter auf dem Weg, den Traum des Herrn Irmer endlich zu verwirklichen. Wir regieren durch bis ins letzte Klassenzimmer. In den staatlichen Schulämtern merkt man langsam, aber leider zu spät, was die wahre Absicht bei der Abschaffung des Landesschulamtes war. Die Gängelung der Mitarbeiter hat einen nie dagewesenen Höhepunkt erreicht. Aus dem Ministerbüro bzw. aus dem Büro des Staatssekretärs wird intensiv daran gearbeitet, die hessische Schullandschaft endgültig schwarz anzumalen, und der kleine Koalitionspartner schaut tatenlos zu. Keine Leitungsfunktion im Lande Hessen wird überhaupt mehr ausgeschrieben, ohne dass vorher schon die Spatzen von den Dächern pfeifen, welcher Bewerber zum Zuge kommen soll. Unerwünschte Bewerber werden mit klaren Hinweisen ermahnt, man solle das mit der Bewerbung doch lieber im eigenen Interesse lassen. Und darüber hinaus gibt es Maulkörbe für Mitarbeiter, Gespräche mit Abgeordneten finden immer nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit und getrieben von ein wenig Angst statt. Nein, meine Damen und Herren, das ist kein Schulfrieden, das ist die Beerdigung einer kommunikativen und kreativen Arbeit an den Schulen. Das trägt nicht zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei und ist ganz nebenbei auch ein merkwürdiges Verständnis von Gewaltenteilung. Soll das die neue Gesprächskultur sein, die Sie uns versprochen hatten? Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Regierungserklärung wurden die vier Schwerpunktbereiche Ganztagsausbau, Deutschförderung inklusive Beschulung und sozial indizierte Lehrerzuweisung benannt, die für ein Mehr an Bildungs- und Chancengerechtigkeit sorgen sollen. Das ist nichts Neues. Das Gros dieser Themen war auch schon Schwerpunkt der letzten Koalition und wird jetzt lediglich fortgeführt, so wie wir das an Grundsteinen bereitet haben, nachdem wir die ideologischen Bedenken beiseite geräumt haben. Aber leider nicht für lange, denn Ihrerseits kein Wort, geschweige denn Taten zur offensichtlich ungeliebten selbstständigen Schule. Auch bezüglich der Inklusion bin ich gespannt, ob die Schulverbünde die angekündigte Innovation sind und echte Wahlfreiheit gewährleisten oder ob sie nicht letztlich die Rolle rückwärts bedeuten. Wir werden im Gesetzgebungsverfahren unser Augenmerk besonders auf diesen Punkt lenken. Die Zahlen, die Sie uns in den letzten Wochen und auch heute präsentiert haben, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die zusätzlichen Lehrerstellen nicht ausreichen, um einerseits die Stellenkürzungen des letzten Jahres im Bereich der gymnasialen Oberstufe und der Grundschulen und andererseits die gestiegenen Schülerzahlen auszugleichen. Hier zeigt sich wieder einmal, dass diese Landesregierung Grundschulen und Gymnasien zum bildungspolitischen Steinbruch verkommen lässt. Und das fördert, kann ich nur wiederholen, weder Wahlfreiheit noch Chancengerechtigkeit. Um es noch einmal deutlich zu sagen, der jetzt so viel gelobte Zuwachs der Stellen ergibt sich schlicht aus dem Anstieg der Schülerzahlen. Das ist eine schlichte Notwendigkeit, wenn ich mehr Schüler habe, dass ich die dann auch entsprechend beschulen muss. Und gerade wenn Ihr Ziel ist, ich zitiere, dass alle Kinder sich ihren Talenten und Fähigkeiten entsprechend entfalten können und eine individuelle Förderung erhalten, dann müssen Sie auch ehrlich die Frage stellen, wie dies erreicht werden kann. Und dafür werden Lehrkräfte benötigt, die auf die besonderen Herausforderungen vorbereitet sind
und die geeigneten Rahmenbedingungen vorfinden. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Wenn Sie wirklich Chancengerechtigkeit für jedes Kind und jeden Jugendlichen meinen, dann sollten Sie auch den mehreren tausend Jugendlichen eine echte Chance geben, die in den letzten Jahren in unser Land gekommen sind. Angesichts der individuellen Fluchtgeschichten der meist traumatisierten Jugendlichen sind nicht nur Lehrkräfte, sondern Sozialpädagogen und gesondert geschultes pädagogisches Personal notwendig. Ein weiterer Fokus muss auf einem schnellen und auch auf einem anwendungsbezogenen Spracherwerb liegen. Anstatt sich darauf zu fokussieren, das auch umzusetzen, halten Sie stur an Ihren bürokratischen Festlegungen, beispielsweise bei der Einrichtung von Alphabetisierungsklassen, fest, anstatt sich an den Notwendigkeiten vor Ort zu orientieren. Selbst der festgelegte Klassenteiler, der aus Ihrem Hause festgelegte Klassenteiler von 12, wird vom Ministerium ignoriert, auch bei weit mehr als 30 Schülern, die diesen Bedarf der Alphabetisierung haben, werden nur zwei Klassen genehmigt, mit der in der Tat etwas merkwürdigen Begründung, weil wir das so festgelegt haben, ist das so, und dabei bleibt es egal, wie die Notwendigkeiten sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind uns darüber einig, dass die Sprache der entscheidende Schlüssel zur Integration ist. Die angekündigten 1.100 neuen Lehrerstellen, mit denen unter anderem die Intensivmaßnahmen für die Deutschsprachförderung verstärkt und die Integration in Regelklassen erfolgen soll, sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, wenngleich bereits jetzt viel wertvolle Zeit ins Land gegangen ist und Sie mit Ihrer starren Haltung eher kontraproduktiv handeln. Sie ignorieren weiterhin die praktischen Erfahrungen, egal woher sie berichtet werden, und versündigen sich so gegenüber den betroffenen Menschen, aber auch gegenüber der Wirtschaft. Industrie und Handwerk suchen händeringend Nachwuchs, der jedoch, und das hören wir immer wieder, natürlich erst einmal die Sprache können muss, damit überhaupt die Anleitung zur Arbeit oder gar die Übernahme in die Berufsausbildung möglich ist. Welche Chancen geben Sie den jungen Menschen, die in den InTEA-Klassen sind, wenn die von Ihnen vorgegebene starre Altersgrenze nicht zur Disposition steht? Sie halten auch dort wieder besseres Wissen daran fest. Wir werden immer wieder darauf hinweisen, dass die InTEA-Klassen deutlich älteren Jugendlichen und Heranwachsenden offenstehen sollten, um eine bestmögliche Förderung zu gewährleisten. Die Jugendlichen haben einen besonderen Bedarf, die aufgrund von Krieg und Flucht oft einige Jahre verloren haben. Wir plädieren deshalb nach wie vor für eine Anhebung der Altersgrenze auf mindestens 25 Jahre. Die von Ihnen offenbar aus rein fiskalischen Gründen gesetzte Altersgrenze ignoriert, ich muss das leider so sagen, ohne Sinn und Verstand unsere humanitären Pflichten für die Schwächsten unter denen, die bei uns Zuflucht suchen. Wenn Sie wirklich den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken wollen, wie Sie so wortmächtig behaupten, dann könnten Sie genau hier ansetzen. Mit einer Anhebung der Altersgrenze würden Sie der Integration eine wirkliche Chance geben und so im gesamtgesellschaftlichen und übrigens auch ökonomischen Interesse handeln. Kommen wir nun zu einem Ihrer Lieblingsthemen, für das Sie sich heute und in den vergangenen Wochen gar nicht genug loben konnten, den Pakt für den Nachmittag und den Ausbau der schulischen Ganztagsangebote. Ich bin immer noch sehr skeptisch, wie Sie den flächendeckenden bzw. bedarfsgerechten Ausbau des Pakts für den Nachmittag in dem vorgesehenen Zeitraum umsetzen wollen. Wenn Sie sich beispielsweise einmal zwei Schulen aus Wiesbaden anschauen, die von Ihrem Programm zum Ganztagsschulausbau besonders, ich füge hinzu, zu Recht profitieren, dann fällt auf, dass sowohl die Plücher-Schule als auch die Alexei von Jawlensky-Schule hervorragende Arbeit leisten und diese ausbauen werden. Doch gibt es eine Vielzahl von Schulen, bei denen bisher die Betreuung nicht funktioniert und die auch nicht in den Pakt für den Nachmittag aufgenommen werden. In ganz Wiesbaden starten gerade einmal 3 von insgesamt 39 Grundschulen. Bisher sind auch nur 15 der Grundschulen in der Abteilung betreuende Grundschulen zusammengefasst. Einige Schulen haben bis zu 3 unterschiedliche Betreuungsträger, die nebeneinander herarbeiten und ihre Angebote nicht aufeinander abstimmen. Für die Eltern und deren Kinder ist das eine unerträgliche Situation. Ob und wenn ja, welche Betreuung sie bekommen, gerät zum reinen Lotteriespiel. Das, was eigentlich oberste Priorität hat,
Die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes muss unter solchen Rahmenbedingungen hinten anstehen. Hier geht es nicht um fehlende Motivation des Personals, sondern um kontraproduktive Rahmenbedingungen und mangelhafte Organisation. Dort gilt es meines Erachtens anzusetzen. Es wäre schön, auch einmal diese Schulen auf ihren Erfolgslisten zu sehen. Hier haben Sie noch einen weiten Weg vor sich, denn auch dies ist ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit und Wahlfreiheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Pakt für den Nachmittag führt auch nicht automatisch dazu, dass, und da zitiere ich wörtlich aus Ihrer Pressemitteilung, sowohl sozial schwache Schülerinnen und Schüler, sondern auch besonders Begabte davon profitieren. Sie brauchen dafür nicht nur die Lehrerstellen, sondern sie brauchen dafür bestausgebildete Lehrkräfte, die individuelle Förderung und Differenzierung auch umsetzen können, und zwar im gesamten schulischen Alltag. Gerade deshalb fordern wir, dass es qualifizierte Angebote und nicht nur schlichte Betreuungsangebote gibt. Wir brauchen auch ein überzeugendes Angebot an bedarfsgerechtem, rhythmisiertem Ganztagsunterricht. Ziel muss es doch schließlich sein, eine pädagogisch qualifizierte Betreuung sicherzustellen, von der alle Kinder, leistungsstarke wie leistungsschwache, tatsächlich profitieren. Meine Damen und Herren, echten Mut, zu Ihren Ideen zu stehen, sucht man hier also auch vergeblich. Vielmehr bekommt man den Eindruck, dass Sie sich in Ihrer Koalition nicht einigen können. Alles erweckt den Anschein von einem Minimalkonsens, der Sie über die Legislaturperiode retten soll, genauso wie er jetzt am Flughafen auch so das eine oder andere schiefgeht, Herr Kollege Arnold, aber das diskutieren wir an anderer Stelle. In allen Bereichen der Bildungspolitik gibt es einen neuen Versuch, ein neues Modell oder sonstiges häppchenweises Vorgehen. Sie täuschen Umtriebigkeit vor, drücken sich aber davor, Gesamtverantwortung zu übernehmen und produzieren einen Arbeitsaufwand, der in keinem Verhältnis zu ihrer mangelnden Entscheidungsfreudigkeit steht. So ist im Zusammenhang mit der Lehrkräfteakademie in Ihrer Pressemitteilung zum Schuljahresbeginn zu lesen, dass, und ich zitiere wieder, das Kultusministerium für künftige Schulleitungen ein neues Qualifizierungsmodell entwickelt, das mit Beginn dieses Schuljahres in einer Pilotphase erprobt werde. Zum Schuljahr 2016/17 ist eine erste Pilotierung im Kooperationsverbund Mitte, der die staatlichen Schulämter in Gießen, Marburg, Friedberg und Weilberg umfasst, geplant. Meine Damen und Herren, da waren wir, da waren auch Sie damals noch als Staatssekretär im Kultusministerium schon einmal deutlich weiter als bei dem, was Sie jetzt großartig ankündigen. In puncto Lehrkräfteakademie betreiben Sie noch immer Realitätsverweigerung. Wann kommen Sie endlich zur Erkenntnis, dass Sie sich hier schlicht an geltendes Recht halten müssen? Noch immer findet die Lehrerfortbildung fast nur in der Unterrichtszeit statt. Somit wird der Unterrichtsausfall von der Lehrkräfteakademie geradezu planmäßig herbeigeführt. Und hier könnten Sie ansetzen und endlich für Angebote außerhalb der Unterrichtszeit sorgen. Die gibt es nämlich nicht. Auch im Bereich der beruflichen Bildung gibt es nichts wirklich Neues. Auch hier betreiben Sie Stückwerk, statt ein schlüssiges Konzept für diesen Schlüsselbereich vorzulegen. Im Amtsblatt 6 aus 16 wurde dazu die Ausschreibung für die Teilnahme am Schulversuch Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung BÜA, wieder so ein schönes Kunstwerk, veröffentlicht. Das ist der nächste Versuch. Ziel soll es sein, auch wieder wörtlich, Schülerinnen und Schüler, die sich im Übergang Schule und Beruf befinden, optimal zu begleiten und individuell zu unterstützen. Dabei sollen insbesondere die persönlichen und sozialen Kompetenzen gefördert werden. Eine umfangreiche Berufsorientierung verbunden mit betrieblichen Phasen sowie eine gezielte Förderung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch erfolgen. Ende des Zitats. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das klingt ja alles wieder ganz wunderbar, was sich da jemand ausgedacht und aufgeschrieben hat. Aber die Begründung, dass diese jungen Menschen eventuell keine ausreichende Orientierung haben, zeigt einmal mehr, dass die Berufsorientierung intensiviert werden muss. Wir haben bereits ausführlich zu diesem Thema diskutiert. Die Mittelstufenschule, die wir geschaffen haben, bietet einen zentralen Ansatz dazu. Das Limburger Modell ist ebenfalls wegweisend in dem Bereich. Konzentrieren Sie sich doch einmal auf bereits Bestehendes, anstatt immer wieder das Rad neu zu erfinden. Sonst werden Sie kaum größere Übersichtlichkeit und Transparenz schaffen.
Transparenz schaffen sie an sich und vor allem die Betroffenen im Wald der Programme, Vereinbarungen und Abkürzungen sich verirren lassen. Ich zitiere nur einmal einen kleinen Ausschnitt aus den Produkten, die es dort gibt. Qualibug als Teil der Initiative Pro Abschluss. Abschluss und Anschluss, Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss. Olof, Bob, Kompo 7, Quapp, NIS, Berufswahlpass, Gütesiegel, Berufsorientierung, Erlass und Vereinbarung zur Berufs- und Studienorientierung, BSO. Da verlieren sich die Spuren, da wird Aktivität vorgetäuscht und immer etwas Neues in die Welt gesetzt, statt einfach einmal etwas umzusetzen. Meine Damen und Herren, zur Förderung von leistungsstarken Schülern haben Sie im letzten Jahr eine Absichtserklärung im Dezember letzten Jahres mit Bayern und Sachsen unterschrieben und werden nun eine Koordinierungsgruppe ins Leben rufen. Irgendwie fällt mir da wieder ein, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann mache ich einmal einen Arbeitskreis. Was Sie hervorheben, ist, dass die individuelle Förderung des einzelnen Schülers zentral ist. Ja, in diesem Punkt stimmen wir Ihnen uneingeschränkt zu. Aber die 6 Förderschwerpunkte aus der KMK-Förderstrategie für leistungsstarke Schüler müssen sich dann aber auch in der Lehrerbildung wiederfinden, denn sie lassen sich auf alle Schülerinnen und Schüler übertragen. Wir müssen zukünftige Lehrerinnen und Lehrer sowie die jetzt unterrichtenden Lehrkräfte dazu befähigen, die Heterogenität der Schülergruppen anzuerkennen und die Begabungen und Talente zu fördern. Das ist keine leichte Aufgabe, und sie liegt auch nicht jedem. Gerade deshalb ist es nach wie vor notwendig, die Lehrerbildung in den Vordergrund zu stellen. Und genauso aktuell, und da vermisse ich auch die Vorschläge dieser Koalition, auf die wir seit den Diskussionen in diesem unsäglichen Bildungsgipfel warten, genauso notwendig ist es, die Fragen der Eignungsabklärung, der Self-Assessment-Methoden und der entsprechenden Werkzeuge zu diskutieren und zu überprüfen und zu überlegen, wie man die anwenden kann. An einigen hessischen Hochschulen wird bereits Entsprechendes entwickelt und angewandt, fernab im Übrigen von dem Praxissemester, das ja einige hier im Raum so als besonderen Stein der Weisen angesehen haben. Die sinnvolle Begleitung der Studierenden in der praktischen Arbeit, darauf kommt es an. Und hier haben Sie noch viel zu tun, damit Sie Ihrem selbstgesetzten Anspruch, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken, und Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit als Leitideen zu verwirklichen, auch wirklich näher kommen. Meine Damen und Herren, leider ist nichts erkennbar, wonach Sie sich diesen Herausforderungen stellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Koalition, verlieren Sie sich nicht weiter in Selbstbeweihräucherung. Sonst stellen Sie sich endlich einmal mit der notwendigen Kompetenz den Herausforderungen der Zeit. Lassen Sie unsere überwiegend engagierten und leistungsbereiten Lehrerinnen und Lehrer sowie ihre Schulleitungen nicht länger allein, sondern unterstützen Sie im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schwarz, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Ich bin froh, dass ich als letzter Redner die düsteren und an der Realität vorbeiführenden Töne der Opposition wieder so ein bisschen gerade rücken kann. Meine Damen und Herren, das Wetter passt zur Regierungserklärung von Minister Prof. Lorz. Das Wetter, der schönste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, das passt zum gelungenen Schuljahresstart, zum 18. Mal hintereinander ein gelungener Schuljahresstart. Und Allzeithoch, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, der richtige Begriff, der über jedes einzelne Kapitel dieser Regierungserklärung passt. 4,6 Milliarden Euro, die wir in die Bildung investieren. 1999 2,3 Milliarden, meine Damen und Herren. So viele Lehrerstellen wie nie zuvor, 105% Unterrichtsgarantie und die beste Lehrer-Schüler-Relation aller Zeiten.
Damit, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, erreicht die Zahl der in Hessen zur Verfügung stehenden Stellen ein Allzeithoch. Den Begriff hören Sie heute noch mehrfach. Wir stellen uns damit den Herausforderungen auch der aktuellen schwierigen politischen Rahmenbedingungen international, arbeiten aber zeitgleich unseren Koalitionsvertrag sehr präzise ab, der im Übrigen aus einem Guss ist, mit einem Konzept, was ich bei den Beiträgen der Opposition in keiner Art und Weise erkennen konnte. Gemeinsam mit den in diesem Jahr neu geschaffenen 800 Stellen kommen wir auf 50.900 Lehrerstellen. Wir werden vorbehaltlich des Beschlusses dieses Hohen Hauses im nächsten Jahr zusätzlich 1.100 Stellen schaffen und haben damit in der Tat für 52.000 Lehrerstellen im System auch hier ein Allzeithoch. Es ist zwar richtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer sowie auch natürlich die verantwortlichen Schulleitungen in diesen Zeiten eine große Herausforderung haben, und wir verlangen ihnen natürlich auch eine Menge ab, das ist keine Frage. Aber gerade deswegen sagen wir Dank, Lob, Respekt und Anerkennung für die vorzügliche Arbeit, die hier in den letzten Jahren, aber auch jetzt gerade zu Beginn dieses Schuljahres geleistet worden ist. Und wenn ich einmal einen Blick auf Schülerzahlen werfe, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 53.000 Erstklässler, das ist endlich einmal ein positives Signal, was die demografische Entwicklung betrifft, denn wir haben dort das Niveau gehalten. Leider haben wir in den Klassen, die dann weiter nach oben steigen, noch nicht stagnierende Zahlen oder wachsende Zahlen, aber im Bereich der Erstklässler mit 53.000 ist das, glaube ich, sehr positiv. Und der große Bedarf an Lehrkräften ist natürlich ebenfalls ein positives Signal für die ausgebildeten Lehrkräfte, die noch eine Stelle suchen. Es bleibt, und das ist immer die Aufgabe, natürlich qualifiziertes Personal in den jeweiligen Fachbedarfen dann auch zu finden. Und deswegen finde ich es prima, dass das Hessische Kultusministerium sehr offensiv auf den Startseiten des HKM, auf den Schulamtsportalen um Lehrkräfte wirbt. Tatsache ist natürlich, wir stehen im Wettbewerb mit anderen Bundesländern um Lehrer. Allerdings will ich einmal ein Bild gerade rücken. Meine Besuche bei den staatlichen Schulämtern, unter anderem in Marburg, unter anderem in Fritzlar, haben ein völlig anderes Bild ergeben, als hier Oppositionsseite skizziert wurde. Die Situation ist sehr ordentlich. Dass Anfang eines Schuljahres hier und da noch etwas nachjustiert wird, das ist normal in einem komplexen System wie diesem. Und insofern möchte ich sehr deutlich sagen, dass dieser Schuljahresbeginn abermals vorzüglich gelungen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kommen wir zu den Schwerpunkten unserer Bildungspolitik, der schwarz-grünen Bildungspolitik aus einem Guss mit einem runden Konzept. Da ist der Ganztagsausbau, da ist der Ausbau der Inklusion, da ist die sozial indizierte Lehrerzuweisung und natürlich auch der fortwährende Ausbau der Deutschfördermaßnahmen. Ich möchte beginnen mit dem Ganztag. Derzeit 2.212 Stellen im Bereich der Ganztagsbeschulung, des Ganztagsunterrichts. Wenn das kein Fund ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. 230 zusätzlich zugewiesen. Wir haben hier eine rasante Entwicklung im Laufe dieser Legislaturperiode genommen zur Vereinbarung von Familie und Beruf. Auf die 6 Millionen, die zusätzlich zur Verfügung gestellt worden sind, ist bereits von Professor Lorz und von dem Kollegen Wagner Bezug genommen worden. Diese 6 Millionen, die geben zusätzlich 117 Stellen her. Auch das finde ich eine vorzügliche Entwicklung. Und weil ja immer Oppositionssatz gerne, Herr Kollege Degen, auf die voll rhythmisierten, gebundenen Angebote eingegangen wird, mehr als
jeden Antrag zu genehmigen, Matthias Wagner hat es festgestellt, geht wohl kaum. Ich weiß nicht, in welcher Welt Sie leben. Was wollen Sie genehmigen, wenn nicht in irgendeiner Form in der Welt ist? Also, das passt in irgendeiner Form nicht zusammen. Aber es ist mir natürlich wichtig, jenseits der von Ihnen gebundenen Systeme mal auf ein freiwilliges Angebot, nämlich den Pakt für den Nachmittag, einzugehen. 122 Grundschulen sind mittlerweile hier im System. Das ist eine tolle Entwicklung. Das zeigt, wie attraktiv dieses Angebot ist. Denn es ist freiwillig, es ist flexibel und mittlerweile auch optional in den Schulferien, wo es vorgehalten wird. Und weil die Tatsache, dass wir jetzt mit weiteren Schulträgern in den Pakt für den Nachmittag gehen und die Schulträger sich darum bewerben, zeigt doch, wie interessant dieses Konzept nicht nur im ländlichen Raum, sondern grundsätzlich ist. Von daher auch hier eine große Freude darüber. Und Frau Kollegin Cárdenas, Sie haben ja nun heute sich hier über den Pakt mehr als negativ geäußert, in Ihrer Presseerklärung mehr als negativ geäußert. Ich weiß gar nicht, was Sie daran haben, wenn freiwillig dort Betreuung für junge Menschen angeboten wird. Und die Tatsache, weil Sie auch darauf hingewiesen haben, dass das ja im hohen Maße für Irritationen in der Elternschaft sorgen würde. Ich habe mal nachgeschaut, Elterntelefon. Beim Kultusministerium gab es genau 11 Anrufe zum Thema Nachmittagsbetreuung und Pakt für den Nachmittag. Ich bin fest davon überzeugt, es waren 11 Eltern, die den Pakt wahrscheinlich loben wollten. Möglicherweise wollte irgendeine Mutter auch die Telefonnummer von Staatssekretär Dr. Lösel haben, um ihn mal persönlich zu sprechen. Das kann ja alles gut sein. Aber Tatsache ist, dass wir hier 0,0 negative Rückmeldungen haben. Und deswegen bleibt es dabei, wir lassen uns dieses Erfolgskonzept nicht kleinreden, denn der Pakt ist beliebt, meine Damen und Herren. Zum Thema Inklusion. Auch hier ein Allzeithoch, 2137 Stellen. Davon 135 zusätzlich im neuen Schuljahr 2016-2017, 25 inklusive Schulbündnisse. Auch hier ist das Interesse sehr, sehr groß, zügig Teil dieser inklusiven Schulbündnisse zu werden. Diese 25 inklusiven Schulbündnisse, die starten, wie schon besprochen, in 8 Schulträgerbereichen. Dort wird die Arbeit aufgenommen. Und es ist richtig so, dass dort alle Entscheidungsträger zusammengeführt werden, um nämlich gemeinsam die besten Rahmenbedingungen und den besten Förderstandort für jedes einzelne, für jedes individuelle Kind zu finden. Deswegen eine Bewerbung in diesem Bereich, und auch das haben meine Gespräche bei den staatlichen Schulämtern gegeben, wie groß die Interessen hier sind, zeigt, dass wir dort auch konzeptionell auf dem richtigen Wege sind. Losgelöst davon will ich auch darauf hinweisen, dass bei allen inklusiven Konzeptionen, die wir hier immer wechselseitig uns versuchen zu erklären, die Förderschulen nach wie vor eine wesentliche Rolle spielen und die Präventionsarbeit, Minister Lorz hat auf die Zahlen hingewiesen, eine bedeutsame Rolle spielt. Auch dort belegt Hessen nämlich einen Spitzenplatz unter den 16 Bundesländern. Wir haben dort eine fantastische Quote im Sinne der Kinder, die dort präventiv mit auf den Weg gebracht werden. Das halte ich für eine ganz wesentliche Sache. Reden wir über den Sozialindex. Hier hatten wir im Jahre 2012/13 noch keine einzige Stelle. Heute haben wir 480. Bis Ende der Legislaturperiode haben wir 600. Immer mit einkalkuliert, dass diese Stellen on top kommen. Das hat mit den 105% nichts zu tun, sondern die sozial indizierte Lehrerzuweisung, die kommt immer oben drauf. Und diese Schwerpunkte, meine Damen und Herren, die leisten wir uns aus tiefer Überzeugung, die leisten wir uns mit einem
rundum vernünftigen Konzept. Das leisten wir uns bei einem facettenreichen Bildungssystem mit Wahlfreiheiten in unterschiedlichen Bildungsgängen und schaffen es trotz dessen, eine Riesenherausforderung zu stemmen, 25.000 junge Menschen, die in einer Welt, die in Unordnung geraten ist, im letzten Jahr hier nach Hessen gekommen sind. Das wirkt sich auf Schulpolitik aus. Ich habe mir heute noch einmal die aktuellen Zahlen geben lassen. Wir haben mittlerweile 1.211 Klassen im Bereich der Intensivbeschulung und im Bereich der InteA-Klassen, also InteA an den beruflichen Schulen. Das muss einem einer erst einmal nachmachen, was wir hier gemeinsam, und da will ich den Kolleginnen und Kollegen danken, geleistet haben. Zur Tatsache gehört auch, dass es nicht einfach ist, diesen rasant wachsenden Stellenbedarf dann auch mit entsprechenden Köpfen anzudienen. Auch dort ist ein Wettbewerb zwischen den Bundesländern. Aber durch Weiterbildungsmaßnahmen, durch Fortbildungsmaßnahmen, durch facettenreiche Angebote, auch über die Listen, die abgefragt werden, ist es vorzüglich gelungen. Und mittlerweile, meine Damen und Herren, sind in diesem Bereich 2.170 Lehrerinnen und Lehrer an der Arbeit. Vor einem Jahr, Schuljahr beginnt 15/16, nur damit man es einmal gehört hat, waren es noch 1.280. Das ist ein Zuwachs, ein Aufwuchs von 80%. Und das zeigt, welche Bedeutung wir als schwarz-grüne Koalition und die Hessische Landesregierung diesem Thema beimessen. Sprache und Bildung sind die Grundlage für die gesellschaftliche Teilhabe, sind die Grundlage dafür, dass man sich in irgendeiner Form in dieser Gesellschaft einfügen und integrieren kann. Und Bildung und Sprache ist die Grundlage für jegliche Karriere, meine Damen und Herren. Deswegen abschließend dazu, die monatliche Nachsteuerung in den letzten 12 Monaten, die wurde ausdrücklichst gelobt, sowohl an den Schulen als auch an den staatlichen Schulämtern. Ich habe viele Gespräche dazu geführt. Das zeigt, wie flexibel und reaktionsschnell die Kultusverwaltung und an der Spitze auch Minister Lorz und Staatssekretär Dr. Lösel sind. Nämlich, das ist in der Tat eine Operation am offenen Herzen gewesen. Da gab es keine Blaupause zu. Und von daher können wir ein Stück weit darauf stolz sein, dass das so gut gelungen ist, Perspektiven hier zu eröffnen. Und da will ich trotz der schwindenden Zeit noch einen Satz zu den beruflichen Schulen sagen, die ja im Bereich von Integration und Abschluss unterwegs sind. Ich glaube, gerade im dualen Bereich gibt es gute Chancen, mit einer dualen Ausbildung den Einstieg in ein Berufsleben, in eine Karriere zu starten. Das gilt grundsätzlich. Jeder in diesem Haus weiß, dass ich ein Riesenfan der dualen Ausbildung bin, die gleichwertig zur akademischen Ausbildung zu sehen ist. Aber ich denke auch, im Bereich der Fachkräftesuche haben hier Menschen, die in den letzten Jahren und im letzten Jahr zu uns gekommen sind, durchaus gute Chancen. Von daher auch einen herzlichen Dank an die beruflichen Schulen, die hier vorzügliche Arbeit leisten. Und mit ihrer vorzüglichen Kooperation mit der freien Wirtschaft, mit den Kreishandwerkerschaften in der Tat Perspektiven für junge Menschen schaffen, Jugendarbeitslosigkeit verhindern. Auch das ist Bildungspolitik aus einem Guss, meine Damen und Herren. Ich möchte noch kurz eingehen auf drei Entwicklungsprojekte, die in diesem Jahr starten. Mir fehlt leider die Zeit, dort tiefer darauf einzugehen. Einerseits der Schulversuch zur Binnendifferenzierung an den integrierten Gesamtschulen, des Weiteren das Pilotprojekt zur Schulleiterqualifizierung und natürlich auch Fort- und Weiterbildungskonzepte für Lehrkräfte. Das ist ein Thema und bleibt ein Thema.
Wer stehen bleibt, der wird sich den neuen Herausforderungen nicht stellen können. Und das gilt in jedem Berufszweig. Das gilt natürlich auch im Berufszweig der Pädagogen. Und insofern gilt es auch dort, neue Konzepte weiterzuentwickeln. Jetzt will ich die letzten Minuten mal nutzen, mich noch ein Stück weit mit den Forderungen der Opposition und auch der GEW zu beschäftigen. Fangen wir mal an mit der GEW. Dort werden 5.000 neue Lehrerstellen gefordert. Das ist ja gerade mal nichts. Ich will das nur noch einmal für jeden zum Mitschreiben hier dokumentieren. Ich bin Minister Lorz sehr dankbar dafür, dass es schon hinterlegt worden ist. 800 Stellen Haushaltsjahr 2016, 1.100 Stellen Haushaltsjahr 2017, 600 Stellen on top durch die Reduzierung der Arbeitszeit. Macht per Saldo 2.500 Stellen, die wir jetzt gerade mal gemacht haben, beziehungsweise die kommen werden. Und jetzt sollen on top noch einmal 5.000 Stellen kommen. Das ist sehr bescheiden. Jochen Nagel lässt grüßen. Ich weiß nicht, ob er hier im Haus ist. Bemerkenswert ist, und Herr Kollege Degen, ich hatte erwartet, dass Ihr Antrag nicht so maßlos ist wie der Vorstoß von Jochen Nagel. Ihr Antrag ist ja genau mit der gleichen Melodie ausgestattet. Dort geht es um höhere Wochenstundenzuweisungen. Dort geht es um einen kleineren Klassenteiler. Die Verlängerung des Schulbesuchs in Gänze, Stellenaufstockung, Fortbildungsmaßnahmen. Sie haben es nie quantifiziert. Da haben Sie mittlerweile die Erfahrung, dass Ihnen das dann schwer auf die Füße fällt. Aber eine Gegenfinanzierung habe ich von Ihnen nicht gehört. Von der GEW erwarte ich keine Gegenfinanzierung. Aber von Ihnen darf man das mal ein Stück weit erwarten. Deswegen, meine Damen und Herren, das Prinzip höher, schneller, weiter, eine alte Melodie. Die wir von Ihnen kennen, die Melodie wird dadurch nicht schöner, die Melodie wird dadurch auch nicht überzeugender. Und diese Melodie wird schon mal überhaupt kein Hit, nämlich unsere schwarz-grüne Bildungspolitik aus einem Guss mit allzeit Hochwerten. Ich verweise noch einmal auf das schöne Wetter draußen, ist bei den Schülerinnen, bei den Schülern, bei den Eltern, in der Schulgemeinde insgesamt sehr wohl respektiert und deswegen einmal mehr ein gelungener, unruhiger Schulstart. Wenn ich mir anschaue, was wir insgesamt an Sonderprogrammen, ich hatte eben gerade schon auf Schwerpunkte hingewiesen, sozial initiierte Lehrerzuweisung, Ganztag, Deutschförderung, inklusiver Unterricht, aber auch Programme, die dort beim Sport laufen, insgesamt knapp 7.000 Stellen für unterstützende Maßnahmen. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Die Schulen, die Schüler, die Eltern, die Schulgemeinden können sich auf uns verlassen. Wir sind zuverlässig. Mit uns gibt es Planungssicherheit. Wir haben eine Rekordpersonalausstattung. Wir handeln im Interesse aller Akteure, die im Bildungswesen unterwegs sind. Und da gilt der alte Grundsatz von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber tu Gutes und rede darüber, ist, glaube ich, auch ein kluger Grundsatz. Wir haben da heute drüber geredet. Das habe ich heute gerne getan. Ich bin froh, dass wir im Sinne guter Bildung, im Sinne von Chancengerechtigkeit und Wahlfreiheit einen so tollen Schulstart wieder hinbekommen haben. Dank schwarz-grüner Bildungspolitik erlebt Hessen einmal mehr ein bildungspolitisches Allzeithoch. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche den Schülerinnen und Schülern viel Freude und viele Erkenntnisse in diesem Schuljahr. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Danke, Herr Schwarz. Wir sind am Ende dieses Tagesordnungspunktes angekommen, der Regierungserklärung des hessischen Kultusministers betreffend den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken, Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit als Leitfaden unserer Bildungspolitik. Die Regierungserklärung ist entgegengenommen und besprochen. Mit aufgerufen ist der Dringliche Antrag der Fraktion SPD, Tagesordnungspunkt 42. Den überweisen wir zur weiteren Beratung in den KPA. Dann machen wir das so.